was die Farbe deiner Aura über deine Persönlichkeit verrät. Farbenprächtig unterwegs in jeder Lebenslage. Das Sehen und Erkennen der menschlichen Aura ist nicht vielen Menschen gegönnt. Es erfordert ein hohes Maß an Sensibilität und einen offenen Geist. Manche Theorien gehen sogar davon aus, dass nur Menschen auf der Vorstufe zur Erleuchtung die Aura ihrer Mitmenschen erkennen können. Erstmals untersucht und dokumentiert wurde das Phänomen des Farbenkranzes, der jeden Menschen umspielt, von der amerikanischen Autorin und spirituellen Heilerin Barbara Ann Brennan. Sie geht in ihrem Buch Lichtarbeit davon aus, dass unsere Aura in insgesamt 9 Ebenen unterteilt ist. 4 davon sind physischer Natur, die restlichen rein geistiger. Die unterste Ebene bilden dabei die bekannten Akupunkturmeridiane, die die traditionelle chinesische Medizin ja schon seit Jahrtausenden kennt. Das Farbenspiel unserer Aura bleibt jedoch nicht immer gleich. Massive Veränderungen in unserem Leben können dazu führen, dass die Farbe verblasst oder intensiver leuchtet, einen dunklen Schleier erhält oder sich sogar komplett verändert. Wie gesagt, den meisten Menschen ist es leider nicht vergönnt, den farbenfrohen Lichtkranz an anderen Menschen zu erkennen. Wir können höchstens spüren, ob es jemandem gerade sonnig oder eher düster geht. Expertinnen und Experten auf dem Gebiet der Aura-Diagnose erschließt sich jedoch eine ganze Menge Wissen über die Person, die diese Aura gerade umgibt. Diese Erkenntnisse möchten wir dir natürlich nicht vorenthalten. Wir stellen dir in unserem heutigen Podcast die wichtigsten der bekannten Aurafarben vor und welche Bedeutung ihnen innewohnt. Nummer 1. Gelb. Freiheit über alles scheint das Motto der Menschen mit einer strahlend gelben Aura zu sein. Sie sind die Freigeister unter uns, die keine allzu engen Gegebenheiten schätzen. Was sie dennoch auszeichnet, ist ihre Hilfsbereitschaft ihrem Umfeld gegenüber. Ihnen liegen Ehrlichkeit und ein freundliches Miteinander besonders am Herzen. Die Suche nach Harmonie und dem ganz persönlichen Lebensglück kommt bei den gelb umwobenen Erdenbürger an erster Stelle. Mental zählen sie nicht selten zu den Überfliegern. Sie lernen schnell und sind offen für Neues. Ihre fröhliche und optimistische Grundhaltung bringt sie sicher und wohlbehalten durchs Leben. Nummer 2. Orange. Mutig, ausdrucksstark und ausgesprochen lebendig zeigen sich Menschen, deren Aura in leuchtendem Orange erstrahlt. Sie sind die Pioniere unter uns und probieren gerne Neues aus. Ein Ort, an dem sie niemals lange verweilen, ist ihre Komfortzone. Routine langweilt sie schnell und ihr ständiger Drang, Abenteuer zu erleben, lässt sie nur selten zur Ruhe kommen. Ihre umtriebige Art und ihre erfrischende Sicht auf die Dinge machen sie zu gern gesehenen Gästen auf jedem Event. Sie beherrschen die Kunst des Smalltalks ebenso wie eine gepflegte Unterhaltung zu ernsten Themen. Generell wird man diese Personen nur selten allein antreffen. Eine orangefarbene Aura scheint auf das Umfeld wie eine konstante, freundliche Einladung zu wirken. Nummer 3. Rot. Eine rote Aura umspielt Persönlichkeiten, die gerne im Hier und Jetzt leben. Sie sind der physischen Welt wesentlich näher als dem metaphysischen und mögen Dinge, die sie sehen und anfassen können. Das Spirituelle liegt ihnen weniger. Dafür leben sie jeden Tag bewusst und kosten die schönen Seiten des Lebens bis zur Neige aus. Darüber hinaus scheint eine rote Aura eine Art Garantie dafür zu sein, die Bodenhaftung nicht zu verlieren. Kühl und strategisch folgen diese Menschen ihrer Hands-on-Mentalität und tun, was zu tun ist. Sie ergreifen gerne pragmatische Berufe, die ihnen sichtbare Ergebnisse liefern. Willenskraft und Leidenschaft begleiten sie ein Leben lang. Erscheint das Rot ihrer Aura sehr intensiv und eher dunkel, kann diese aber auch auf vorhandene Charakterschwächen wie Aggressivität oder Wut hinweisen. Nummer 4. Magenta. Das knallige Pink mit dem hippen Blaustich gilt als eine der seltensten Aurafarben. Menschen mit diesem Nimbus folgen ihrem ganz eigenen Rhythmus und blicken dabei weder nach rechts noch links.
Sie lieben es, dem Leben ihren Stempel aufzudrücken und suchen in jedem Moment das Besondere. Ihr Umfeld versteht die Magenta-Persönlichkeiten vielleicht nicht immer, doch insgeheim bewundert es sie und möchte manchmal vielleicht sogar ein wenig von dieser Magie in Pink abhaben. Nummer 5. Grün. Ein sattes, frisches Grün umgibt die unkonventionellen Macher unter uns. Sie haben für jedes Problem eine Lösung und packen die Dinge gerne mit Schwung und voller Tatendrang an. Ihre Vorgehensweise mag dabei nicht immer der gängigen Praxis entsprechen. Doch ihr Erfolg gibt ihnen langfristig recht. Ihren Mitmenschen stehen sie mit Rat und Tat zur Seite. Hilfsbereitschaft und ein offenes Ohr zählen zur Stärke der grünen Auraträger. Auf der Negativseite müssen sie sich mit unschönen Charaktereigenschaften wie Neid, Eifersucht und Prahlerei herumschlagen. Nummer 6. Hellbraun. Diese Aura kennzeichnet die Vorsichtigen und eher Introvertierten. Sie verstecken ihre wahren Gefühle gerne vor der Welt und agieren streng verstandesbetont. Diesen Menschen geht die Logik über alles. Ihren Emotionen freien Lauf zu lassen, würden sie sich gar als Schwäche ankreiden. Eine braune Aura verrät uns über einen Menschen, dass er sehr fleißig, organisiert und erdverbunden ist. Sie streben häufig Führungspositionen an, in welchen sie diese Fähigkeiten bestens umsetzen können. Wechselt das Farbenspiel der Aura von hellbraun zu dunkelbraun, können sich Motivation und Ambition auf die dunkle Seite schlagen. Dies ist häufig ein Zeichen für verstärktes, ungesundes Wettbewerbsdenken, Geiz und Gier. Nummer 7. Lila. Sie ist die Aurafarbe der Meinungsmacher und Anführer. Starke Persönlichkeiten, die gerne Verantwortung für sich und andere übernehmen, dürfen sich in mystisches Violett oder Purpur hüllen. Ihre Aufgaben strotzen nur so vor Wichtigkeit. Süßes Nichtstun kennen diese ambitionierten Zeitgenossen hingegen nicht. Ihre Erwartungshaltung an sich selbst liegt sehr hoch. Geben Sie nicht Ihr Bestes, geben Sie nicht genug. Image und Reputation sind ihnen wichtig, doch sie stellen ihre vielfältigen Talente und Begabungen auch gerne in den Dienst der guten Sache. Nummer 8. Blau. Diese Farbe hüllt die fürsorglichen, freundlichen und empathischen ein. Eine Person mit blauer Aura wird dich im Leben nie enttäuschen, hinters Licht führen oder ausnutzen. Sie neigen im Gegenteil eher dazu, sich liebevoll um andere zu kümmern und sogar aufzuopfern. Wir finden diese Gutmenschen überwiegend in sozialen Berufen, wo sie ihre Berufung zum Beruf machen können. Ihr Wesen zeichnet Herzlichkeit und aufrichtiges Interesse an ihrem Umfeld aus. Sie würden sich niemals einen Vorteil verschaffen, der jemand anderem zum Nachteil gereicht. Nummer 9. Indigo. Die wahrscheinlich bekannteste aller Aurafarben wurde durch die Indigo-Schilderin weltberühmt. Gegen Mitte der 70er Jahre erkannten erfahrene Auraleser, dass vermehrt Kinder geboren wurden, die diese spezielle Aura umgab. Und tatsächlich verlief das Leben dieser Sprösslinge anders. Sie läuteten die Ära der außergewöhnlichen Menschen ein, die sich nur schwer mit Regeln und Normen oder dem Mittelmaß zufrieden geben konnten. Indigo-Menschen streben stets nach Höherem. Sie wollen ihre Grenzen genauso austesten wie jene ihrer Eltern und Mitmenschen. Sie zeichnen sich durch überdurchschnittlich ausgeprägte Empathie aus und können Ungerechtigkeit und Leid nicht einfach so akzeptieren. Am liebsten würden sie die Welt retten und versuchen tatsächlich ihr Möglichstes in diese Richtung. Als Menschen sind sie nicht immer einfach. Doch der ausgetretene und altbekannte Pfad ist eben nicht der Weg, der ihnen vorherbestimmt ist. Unser heutiges Fazit: Welches Aura-Feeling wünschst du dir? Oder anders formuliert, welche Farbe darf es denn sein? Einige Theorien besagen, dass wir unsere Aura-Farbe durchaus beeinflussen können. Liegt ein Schatten auf ihr, spüren wir das meistens selbst als erstes. Eigenliebe und Selbstfürsorge sind ein oberstes Gebot. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben